Willkommen zurück. Siedler 2 Gold Edition, Mission 8. Seewege. Die Baracke funktioniert einwandfrei. Wir werden angegriffen und hoffentlich verlieren wir dieses Gebäude direkt wieder. Eine schnellere Art und Weise hier, denke ich, Gegner zu töten und zu besiegen, gibt es für mich jetzt nicht. Hier unten habe ich nochmal angegriffen und in der letzten Folge haben wir das erste Boot unten zur Verfügung gebracht und ihr seht, der Warenstau ist, naja, immer noch da, aber nicht mehr so schlimm. So, dieses Gebäude müsste in jedem Moment abgeschossen werden. Jetzt sehr schön. Leider daneben geschossen. Hey, die Fischerhütte hier funktioniert sogar auch noch. Und ein paar Steine haben wir immer noch. Sehr schön. Was haben wir denn hier noch? Wir haben nur Kohle geladen. Stört mich auch nicht weiter. Es stört mich nur, dass ich extra eine Werft bauen musste, damit wir hier ein kleines Boot hinbekommen konnten. Aber immerhin läuft jetzt hier unten unser Gebirge wieder. Und diese Münze hier wird wieder zurückgebracht. Genau, sehr schön. Vielleicht können wir ja jetzt einen Gelehrten hierher rufen. Irgendeiner muss doch da mal runterkommen. So, das Gebäude steht ja wieder. Steine schmeißen bitte. Sind da irgendwelche Steine auf dem Weg nach unten? Kein einziger. Doch, da kommt ein Stein. Ich muss echt sagen, das Hauptproblem, das ich eigentlich habe, sind die langen Wege und ja, dass man hier nicht wirklich vorankommt, weil halt alles ewig braucht und auf einer anderen Insel hergebracht werden muss. Ich meine nur als Beispiel, wenn ich ein Stück Eisen gerade produziere, wird es von da unten an außen rumgetragen, hier hoch, mit einem Boot rübergebracht, wird weitergebracht, wird hochgebracht, wieder mit dem Boot rüber und dann hier hoch zu meinem Schmelzen. Und dann gibt es natürlich noch sowas, wir haben alles auf Lager. Nichts wird an die Prägerei Schmelze geliefert. Ich verstehe es nicht, dass das Spiel automatisch sowieso so kaputt geht. Also, na, wir sind rechtzeitig hier. Zu hoch, zu hoch. Wenn das einfach genutzt wird, das Material, dann würde das funktionieren. Dann hätte ich da definitiv keinen Problem. Achso, ich dachte gerade, das wäre ein Gelehrter gewesen, aber das war nur ein Mann mit einem Fisch auf seinem Arm. Ah. So, da kommt noch ein Stein. Die Fischerhütte kann ich nicht tolerieren. Zerstör sie bitte. Dieses Lager muss ich auch zerstören. So schnell ich kann. Ein guter Treffer, aber ich greife mal mit einem an.
das war zu niedrig. Und wenn ich das Lager zerstöre, ist mir das eigentlich wert. Ich sehe nämlich auch kein anderes Lager hier. Scheint eh sehr, sehr viel still zu stehen. Und alles, was sich bewegt, bewegt sich hier hinten ins Lager rum. Deswegen, vielleicht können wir das zerstören und dadurch die Wirtschaft komplett stoppen. Das ist jetzt sozusagen ein Geheimagent im gegnerischen Land, der hier ein Attentat ausführen soll und gescheitert ist. Ich brauche einfach stärkere Attentäter. Du hast keinen Stein mehr. Na gut. Bald knacke ich die Tausender-Marke Bier und könnte meinen, meine Soldaten wären dann stark, aber wirklich stark sind sie nicht. Fallen wir hier mal voll an. Zwei Soldaten kommen schon hier. Ich habe da mit vier Angreifen geklickt. Wir sind auf keinen Fall Soldaten hergekommen. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ist da noch mal einer drin? Ein Schwacher ist drin. Schwächerer, nicht schwach. Er hat nämlich eine Tunika an. Vier angreifen. Okay, die kommen jetzt von hier. Jetzt bauen wir hier nochmal eine Baracke. Guter Schuss. Ich versuche jetzt so weit hinten wie möglich irgendwie Land zu gewinnen, dass ich vielleicht was entdecke. So, der lenkt den ab und ihr drei kümmert euch um den mit seiner Tunika. Genau den. Das war unglücklich. Sehr schön. Ah, nicht so schön. Immer weiter angreifen einfach. Es kommt von oben einer. Und hier an dem Gebäude, da wird einfach nichts ausgeschickt. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Ich ziehe den einfach mal. Nicht stark in der Nähe ankommen. Ja, ich habe ein Gebäude angenommen. Sehr schön.
Das nächste wird hier unten sein wahrscheinlich. Mal schauen, sobald die Festung wieder voll ist, werde ich das sehen. So, hier läuft es ganz gut. Hier auch wieder Soldaten umrennen. Einfach nicht hinterfragen. Drei Stück hätte ich. Schicken wir los. Kommt er wieder von Norden? Natürlich kommt er wieder von Norden. Kommt er jetzt von hier hinten oder nicht? Ja, sehr schön. Schauen wir mal, der wird wahrscheinlich. Ah, das ist ein ausgeglichener Kampf. Schütze gegen Schütze. Und wir verlieren immer noch. Wir haben jetzt die 1000er Mark und wir haben wir locker geknackt. 1018 haben wir. Super. So. Das sehe ich jetzt natürlich wieder nichts. Ist auch kein Angriff mehr möglich. Das ist schon auch eine ganz schöne Strecke. Verständlich also, wenn das nicht mehr geht. Da könnte ich mit einem angreifen. Natürlich wieder aus dem Norden, woher sonst? Der findet nach Hause. Interessant. Angegriffen werden. Das Gebäude lassen wir mal so stehen. Das ist unser Soldatin. Ja, vielleicht gestorben. Kann ja auch sein. Kann ja auch sein. So. Karte wieder hin. So, hier ist immer noch schönes fähiges Treiben. Und Kohle dabei. So, die laufen jetzt auch wieder normal oder normaler. Also ich glaube nicht, dass die jemals normal laufen werden. Meine Reserve könnte ich eigentlich auch abziehen. Das ist. Da hinten werden wir jetzt erstmal nicht angegriffen. Thank you.
sehr schön. Immer weiter angreifen. Jetzt habe ich hier irgendwo keinen Fisch mehr. Da ist noch Fisch. Da ist kein Fisch mehr. So. Dann ist aber vielleicht hier Fisch. Und hier ist auch noch kein Gelehrter aufgetaucht. Dass das Tor hier unten im Eck ist. Ich vermute es einfach mal. Oder hier. Vielleicht sehen wir es ja. Wenn wir hier. Falls wir hier das Gebäude annehmen. Wenn es aber unser einziger Gegner ist, dann können wir uns dabei wenigstens sicher sein. So, das Gebäude können wir wieder abreißen. Also vielleicht noch hier. Aber ansonsten wüsste ich nicht, wo. Also wir probieren jetzt noch diesen Turm hier zu knacken. Haben, müssten wir ja hier alles sehen. Und ich denke, wenn es da nicht ist, dann ist es auch nicht weiter schlimm. So. Nimmst du mal diese Gelehrten hier mit, bitte? Verrückt. Natürlich ein General. Würde mich ja auch wundern, wenn es anders wäre. So, wir greifen wohl doch noch mal mit einem General. Ja, auch gut. Nochmal einen herholen. Sehr schön, sehr schön. Keine weiteren Fischbestände. Hm. Vielleicht hier vorne. Einfach mal schauen. So, schauen wir mal. Ich bräuchte einen Soldaten.
der hier unten das Gebäude einnimmt. Das Gebäude kann ich abreißen. Hier kümmern wir uns ja nicht weiter drum. Da ist ja auch nichts mehr. Ich hoffe, die Generäle finden heim. Das wäre auch wieder blöd, wenn wir die verschwendet hätten. Habe ich hier den Weg verpeilt? Ja, der Weg war weg. Sonst hätten wir hier auch nochmal Kohle abbauen können. So, ihr werdet doch jetzt hier zurückfinden. Und du auch. Und du auch. Gehen wir das einfach mal alles. Da können wir nicht angreifen und hier auch nicht. Aber immerhin dahin. Du bist auch verbraucht. Jetzt bist du auch noch verbraucht. Na klasse. Den könnten wir besiegen. Mal schauen. Den haben wir besiegt, sehr schön. Den könnten wir auch besiegen. Sehr schön. Ich weiß nur wirklich nicht, wo ich angreifen soll. Da vielleicht. Hier nochmal probieren. Oder nochmal hier. Probier's nochmal da. Da ist auch kein Fisch mehr. So, angegriffen werden wir hier noch nicht. Das ist okay. Dann stoppen wir hier die Ökonomie. Aber auch das wieder mal. In der nächsten Folge. Wir sehen uns morgen.